Und da vorne ist Hendrik. So, da. Ja. Ja, okay. Er lebt, hat das auf jeden Fall, aber ich schätze mal, er kann sich so halt nicht mehr wirklich erinnern, schätze ich mal, weil er war ein kleines Baby. Also ob der noch weiß, das, was damals passiert ist. Er hat halt bloß aus Geschichten gehört, aber ich schätze mal, er weiß sicher, wie es damals passiert ist. So, also, dass er von Jade weggetragen wurde und so in den Fluss gefallen ist und alles. Das weiß er wahrscheinlich nicht mehr, wie es live passiert ist, schätze ich mal, weil sowas will man sich zum einen nicht merken und zum anderen war er halt noch ein Baby, deswegen. Das will er wohl kaum noch wissen, so richtig halt. Klar, er weiß es, weil es immer wieder vom Spiel gesagt wurde, ist mir klar, aber prinzipiell weiß er es halt nicht mehr insgesamt. So, das ist Euklas Zimmer hier scheinbar. So. Okay. Ja, er hat zwar vieles getan, um das Königreich zu verteidigen, aber auch viel Mist, sag ich mal. Geheimnis des Herzens. Ja, das mit den Tristan kommt auch noch. Ich schätze mal, es wird eine Missionsreihe sein. Ich glaube, das haben wir schon mal gelesen hier. Also, ich kann mir vorstellen, dass das, eine Missionsreihe sein wird, dass man halt irgendwie die ganzen Tristan-Bücher irgendwie finden muss oder so und dann da irgendwelche neuen Sachen lernt oder so. Schätze ich mal, irgendwie sowas in der Richtung. Das kommt dann erst noch im Postgame. So. Ja, das haben wir schon mal gelesen, sag ich doch. Ich war mir bloß nicht mehr ganz sicher, deswegen habe ich es mir lieber nochmal durchgelesen. So, hier kann ich bestimmt auch nicht lang, schätze ich mal. So. Die alten Zeiten wegen. Natürlich. Oh, Mann. Dann muss ich jetzt wohl hier lang. Ach, es ist schön, gerade wieder zu sehen hier. So. Ja, das ist auch gut von euch. So. Ja, vor langer Zeit schon mal getroffen. Wahrscheinlich ist das irgendwie ein bisschen mit Sirenica und Erdwin verbunden, weil es ist ja die... Na, nicht Wiedergeburt. Wie sagt man das denn? Ja, ihr wisst, was ich meine. Die Nachfahrin von Sirenica halt. Und ich bin logischerweise irgendwo eine Nachfahre von Erdwin. Deswegen. Irgendwie so kommt das wahrscheinlich daher, dass sie denken. Und der kotzt scheinbar ins Wasser hier oder so. Sie denken, ja, dich haben wir schon mal irgendwie, also irgendwie bekommen sie uns bekannt vor und so. So. Vivian, Filur. Alles klar. Das Wort Filur habe ich noch nie irgendwo in einem Videospiel gesehen oder so. Ich kenne das Wort, aber ich habe es noch nie im Videospiel gesehen. So. Und sie labert wieder. Sie macht wieder Anspielungen. So. Diese Blonde. Ey, das ist mein Mädchen. Ich hau da gleich eine rein. So. Ja, das ist Rionaldo. Er ist auch eigentlich ein Ritter und auch gleichzeitig Tänzer und so. Also, ja. Ach ja. Okay, ich zeig ihm, was ich beim Tanzen drauf hab. Wo ist meine Rüstung da? Let's go. Los geht's. Mit Rio zusammen. Okay, sorry. Was war nochmal meine Rüstung? Die hier, oder? Ich glaube, ja. So. Ja, das bin ich. Nur mal so nebenbei. Ja, ich habe nur mal die Welt gerettet nebenbei so, also absolut nichts Großes und so, also ach, egal. Wenn manche Leute halt einfach irgendwas labern und sie eigentlich gar nicht wissen, wovon sie labern. Sie sagen halt, ja, der ist bestimmt voll doof, weil er halt,
sie einfach so in den Stich gelassen hat, aber es gibt einen guten Grund dafür, sag ich mal. So. Und der macht ihr gerade einen Heiratsantrag, sehr schön. Ich will euch nicht dabei stören. Und du hast ein bisschen zu viel getrunken, oder was? Und der verschwand die Tür. Dankeschön. Oh, Mann. Ach ja, ach ja. Oben mein Gästezimmer, okay. Sehr schön. Clevere Idee, den Weg abzusperren. Wundervoll, Entwickler, wundervoll. Steht noch irgendwann hier im Garten vielleicht. Nee, scheinbar nicht. Wir haben auch alle unsere Gefährten schon getroffen. Oder außer Jade, glaube ich zumindest. Wir hatten Bodo, Erik, Serena, Veronika, Hendrik, auch wenn er momentan nicht zu unseren Gefährten dazu zählt, Reginaldo. Und halt hier selbst, logischerweise. Wir haben alle gesehen, außer Jade. Da wird sie wahrscheinlich in ihrem eigenen Zimmer sein, schätze ich mal. Aber dann will ich gar nicht in die Zimmer jetzt hier gucken. Weil das sind dann wahrscheinlich die Gästezimmer. So. Ja, versteckt hat sie sich nicht unbedingt. Ja, okay, eigentlich ja schon. Irgendwie. Sie haben uns erzählt, sie ist damals nach Helio gekommen und hat halt gemerkt, dass ihr Vater oder gehört von den Leuten, wie ihr Vater drauf ist und ist deswegen wieder gegangen. So. Und da ist Bella, wundervoll. So. Ach ja. Tja. Pech. Okay. Ja, ja. Aber wir können leider nicht in Jades Zimmer rein. Gefühlsbetonter Typ. Oh Gott. Ja, wahrscheinlich liegt da keine Blume auf das Grab, weil er Hyphen Hakimor kontrolliert wird, schätze ich mal. Und du bist auch ein bisschen mit Alkohol gefüllt wahrscheinlich. Da ist mehr Alkohol im Blut als Blut vorhanden, schätze ich mal. Oh Mann. So. Ja, bla bla. So. Leute, wie dumm, haben wir nichts verloren. Was macht er hier? Ah ja, mach doch einfach mal. Es guckt gerade eh keiner zu, außer die ganzen Leute da unten. Oh Mann. Aber stimmt, ich würde mich auch gerne mal auf so einen Thron setzen. Um zu gucken, wie das ist. Ist irgendwann draußen auf dem Balkon vielleicht? Ah, darf ich gar nicht raus, scheinbar. Und da ist die Katze, die wahrscheinlich die Frau unten in der Küche sucht, schätze ich mal. So, okay, dabei ist zu Jades Zimmer gar nicht kommen. Die wird jetzt bestimmt auch wieder voll krass wie zu Hause fühlen, wenn die seit Ewigkeiten ihr Zimmer wieder betritt, schätze ich mal. Aber dabei ist zu Jade jetzt nicht kommen, gehe ich einfach mal in die Gästezimmer. Also ich weiß nicht, in welches ich rein muss, ob ich in irgendeins rein kann. Einfach ins Bett legen oder was? Ich weiß es nicht. Das wird wohl nicht sein, wenn jetzt nichts passiert oder so. Ich schätze mal, dass die Zimmer hier damit gemeint sind, die hier so an der Wand sind. Aber ich kann mich jetzt hier in kein Bett legen oder so. Wenn nicht, rede ich mal mit der Person, die mir gesagt hat, dass ich mein Zimmer soll. Ach, hier ist Jade, hallo. So. Naja, das, was zwischen euch nicht stimmt, ist wahrscheinlich Hakimor. Das ist wahrscheinlich Hakimor. Aber das wirst du bald noch erfahren, schätze ich mal. Ah, das ist mein Zimmer wahrscheinlich. Und ist in dem anderen Zimmer noch irgendwer oder irgendwas oder so?
Und ich schätze mal, wenn ich da jetzt in das Bett mich reinlege, wird irgendwas passieren. Dass dann irgendwie der König ankommt und sagt, aha. Ich bin mal gespannt. Okay. Legen wir uns ins Bett und übernachten mal. Und passiert irgendwas? Ich bin gespannt, wie gesagt. What is this? Why can I not touch the sword? Surely, it cannot be. Accursed luminary! Give it to me! Give me the sword of light! It belongs to me! What's going on in here? Princess, what is the meaning of this? Mirage! I knew it! You're not my father! Look at you! You're a monster, not a man! You blight, are you? I had a feeling in my waters that something wasn't quite right with you, Carnelian. So this whole thing was a sham? The banquet, the speeches... Wow, that's cold. So who are you? He disappeared. Oi, you! Stop skulking in the shadows! Come out and show your stupid face! Something tells me he won't have gone far. Quick, let's search the castle. Habe ich doch gerade gemacht. So. Ja, das scheint so zu sein, Hendrik. Und zwar dem guten alten Kimmo hast du gedient. Aber irgendwie... Ich weiß nicht, passt das nicht zu ihm, weil er jetzt einfach verschwunden ist, sag ich mal. Hier soll ich jedenfalls nicht. Aber ich kann hier speichern, was das mal zu bedeuten hat. So. Okay. Dann machen wir das, würde ich sagen. Einmal kurz speichern. Hier. So, der Part ist schon 44 Minuten lang. Okay. Dann machen wir jetzt hier einen Cut. Ich hoffe, ihr schaltet das nächste Mal ein. Oder ich weiß nicht, vielleicht splitte ich das. Aber ich schätze mal, ich werde das splitten. Dann sehen wir uns gleich hier wieder. Ich will nur kurz, ja, die Aufnahme pausieren, dass das hier gesaved ist bis hierhin. So, ich habe gerade nochmal die Ausrüstung meiner Gruppe angepasst, weil wir haben ja die alte Aus... oder die... was heißt die alte? Die, Items mitgenommen, die wir aus der späteren Zeit quasi haben. Deswegen konnte ich da jetzt noch ein bisschen was, Besseres ausrüsten. So, und jetzt würde ich sagen, reden wir kurz mit allen hier schnell. Damn it. Und gehen dann zum Thronsaal. So, ja, mir geht's gut, keine Sorge. So, und dann will ich noch kurz mit Serena reden, logischerweise. So, okay, beim Thronsaal. Und mit den Leuten hier unten will ich noch kurz reden. So, natürlich, ja, klar. So. Ja, eiskalt wegen der... Ups. Wegen der Aura von König Carneol. Oder Hakno, besser gesagt. So. Bei euch so. Nee, keine Diebe, was anderes. Aber... das wäre jetzt so schwer zu erklären. Und er redet immer noch von Rinaldo. Das wäre jetzt so schwer zu erklären. So. Wow, bist du ein Lappen. Unfassbar.
Bist du ein Lappen. Aber das andere imponieren ist einfach vor Angst quasi, hat sich hingekriegt. Was ein Lappen. Ja, du hast Sandra gar nicht erst verdient, weißt du das eigentlich? So, und das ist der Typ, der draußen da geschlafen hat. Der bequemste von allen. Sehr schön. Und wie läuft's bei euch? Habt ihr den Antrag schon abgeschlossen hier? So. Alles klar. Sehr schön. Oh Mann. Oh Mann. Okay, was geht bei euch hier ab? So. Das ist eine gute Frage. Aber wahrscheinlich Hakrimor. Was heißt wahrscheinlich? Ziemlich sicher Hakrimor. Oder in der Zeitlinie hat irgendwer anders König Karnul besessen. Aber was keinen Sinn ergeben würde, deswegen. Wahrscheinlich Hakrimor. Und du liegst immer noch vom Alkohol am Boden oder was? Oh Mann. So. Ja, ja, machen wir. Keine Sorge, keine Sorge. Obwohl das eigentlich euer Job als Wachen ist, aber egal. So. Okay, bei dir so. Ja, der König ist eigentlich gar nicht verschwunden. Der ist nämlich da drin jetzt eigentlich. Das ergibt doch gar keinen Sinn. Ihr müsst doch gesehen haben, wie der König zum einen in mein Gemach gelaufen ist. Und dann, wie er hier reingelaufen ist. Das hätten wir doch sehen müssen, oder nicht? Egal, hinterfragen wir es nicht. No more giving us the run around, you. We've got you cornered. Now let the king go and show us your true form, fiend. Unmasked at last. I have been enjoying Carnelian's hospitality since the day Dundrasil fell. But the game ends here. I have wasted too much time already waiting for you to lead me to the Sword of Light. And since I was unable to steal it from you, it seems I must take it by force. Very well. Come to Mordigan like good little lambs and die. So it's you. I've waited years for this day to come. Not only Jasper, but His Majesty too. Your deception shall not go unpunished, devil. You have been a serviceable puppet over the years, Hendrik. But it is time you joined your wretched kinfolk in hell. My... You mean it was you? You who massacred my people? It was all you, wasn't it? The destruction of Dundrasil. The families torn apart. You've stolen so much from so many. And now you're going to pay. I stand with you, Luminary. My loved ones, my countrymen, they must be avenged. I'm with you too. This is the guy who's had it in for you all this time, right? Let's show him who he's been messing with. Well, Luminary, what are you waiting for? Come, give me your power, that I may rule over this world unopposed. Und let's go.
Kampf gegen Hakrimon. Da habe ich den Kampf, den ich in der menschlichen Gestalt gegen haben wollte. So, kann jetzt Hendrik auch ins Team nehmen, ja? Nee, weil er jetzt gesagt hat, er kämpft mit mir. Ja, okay. Dann, let's go. Was machst du? Schwarzstäbe, okay. So. Ach, da ist doch Hendrik, aber hä? Ach, jetzt ist er wieder so ein Typ, der einfach nur so mitkämpft, oder was? Alles klar. Gut, was machen wir? Quadrep, würde ich sagen. Um schön am besten einen Schaden zu machen. So, ja, ja, das macht guten Schaden. Gut, du... Ich weiß nicht. Greif einfach mal an, würde ich sagen. So, Jade, was machst du? Auch einfach nochmal angreifen, würde ich sagen. Und du machst dann wahrscheinlich Saus. Ah, das ist also auch so, sogar noch Kuppel, die Stäbe. Das ist sehr gut. Das heißt, sie kann beiden Schaden zufügen. Okay, alles klar. So, der Stab kann auch angreifen. Alles klar. Au, das hat weh. Und er kann auch angreifen und macht auch sehr viel Schaden. Das gefällt mir nicht. Aber okay. So, Moment. Vielleicht mache ich jetzt damit ein Risiko, aber ich gehe auf Rio, dass er eventuell mit einer Gruppenheilung angreifen kann. Also heilen kann. Also, ihr wisst, Muntermacher meine ich. So. Nee. Nein, das würde ich nicht. Ich will Quadrep da machen. So, let's go. Gut, eigentlich habe ich schon mal down, das ist ja schön. Du gehst auf den zweiten, bitte. Hab so ein Gefühl, das war keine gute Idee, was ich gemacht habe, dass ich... Ich mach mal vor, jetzt habe das hier. Also wenn ich ein bisschen MP... HP hat nicht MP, was labere ich? So. Oh, Hendrik fängt alle Angriffe ab. Ah, geil! Hendrik kann ja eh nicht sterben, deswegen. Was? Ernsthaft? Wenn ich jetzt heilen würde, würde ich mir damit Schaden machen, oder was? Habe ich es gerade richtig gelesen, was da stand? Alle... Okay. Das finde ich gerade nicht so gut, ehrlich gesagt. Dann... Nee, dann packe ich die beiden jetzt hier auch raus, dass die nicht irgendwie dumm sterben oder so. Weil sie halt keine HP haben momentan und... Ja... Das wäre ja ein bisschen doof. So, wie viel macht ein feuriges Solo bei ihm? Nur mal so als Frage. Nicht sonderlich viel. Ich wollte es mal wissen. So, ein R fängt wieder alle Angriffe ab, okay? Oh, nee. Nicht sowas. Okay, jetzt haben wir alle verfehlt. Sehr gut. Also, es hat alle verfehlt. So. Schwert der Salbung. Ich mach das mal lieber nicht, weil wenn es LP entzieht, würden die doch bestimmt irgendwie Schaden zufügen oder so. Der Nebel macht irgendwie die Heilungszauber negativ. Deswegen schätze ich mal... Oh, das ist schon gelb, sehr schön. Dass mir das dann Schaden zufügen würde, wenn ich ihn heile. Schätze ich mal. Ich habe keine Ahnung, ob das... Ach, stimmt. Ob das stimmt, aber... Es wirkt halt so. Ich teste es mal. Ja. Das ist echt böse vom Spiel, das war ganz ehrlich. Das finde ich sehr, sehr böse. So. Aber er beschwört zum Glück, aua, keine neuen Stäbe oder so. So, er hat immer noch sein dämlichen Schild, deswegen greife ich normal an, auch wenn es keinen Schaden machen wird. Haben die... Wow, jetzt hat sie 9 MP verloren. Sehr gut. Sehr schön. Dann ist es mir eigentlich lieber, wenn ich irgendwie
angreife, weil wenn... Es würde ja Bodo auch MP abziehen, glaube ich, und dadurch halt sich auch selbst schaden quasi. Wow. Okay, es ist wieder weg, sehr schön. Nein, ich Tobaboro, hör auf. Es trifft natürlich Marvin. Und die Stäbe kommen wieder scheinbar. Was macht er? Aber er ist sinnvoll und greift an. Dann bringe das zur Vernunft, bitte. Oder auch nicht. Los, bring ihn zur Vernunft. Das bringt alles nichts, super. Bring ihn zur Vernunft, dankeschön. Meine Güte. Wann geht der Nebel jetzt wieder weg? Gar nicht mehr so, oder? Wie sieht das aus? Weil ich würde ganz gerne mal heilen, ehrlich gesagt. So, da Hendrik eh nicht sterben kann, ist mir jetzt gerade recht, was passiert. So. Wann geht der Nebel jetzt wieder weg? Oder ist er schon weg und ich hab's nicht mitgekriegt? Aber es ist immer noch neblig hier aus, deswegen, ich weiß es nicht. Aber guck mal, er ist schon rot auf jeden Fall. So. Kann dieser dämliche Nebel jetzt mal weggehen? So, das wäre echt geil eigentlich. Kann man das hier irgendwo sehen? Ja, okay. Das Spiel sagt es mir, also wenn es soweit ist. Gut zu wissen. Dann muss ich jetzt unbedingt heilen. Ja, definitiv. Ha, was auch immer das gerade war. Natürlich wird er jetzt gekräftigt. Och nee. Ja, wie lächerlich ist das denn bitte? Ich konnte jetzt gar nicht heilen. Egal wie sehr ich möchte, ich konnte nicht heilen. Weil ich einfach nicht durfte. Das ist schon ein bisschen... Aber okay. Ich sag mal nichts dazu. Schon ein bisschen kaputt vom Spiel. Aber okay. Und er ist tot. Besiegt, du Pisser. Wundervoll. Okay. Wie geht jetzt weiter? Ich bin echt gespannt, weil... Ja. Haben wir ihn jetzt wirklich besiegt? Passiert noch irgendwas? Ich bin echt gespannt. Weil wir können ihn ja gar nicht wirklich besiegt haben, weil... Er gibt keinen Sinn, weil... Es muss ja irgendeinen Final Boss geben. Oder kommt vielleicht noch raus, dass es noch eine viel größere Gefahr gibt? Ich habe keine Ahnung. Ich bin gespannt, was jetzt kommt. Wir werden es gleich sehen, schätze ich mal. Wir werden es gleich sehen. Ergibt zumindest Sinn. Ja, die Level-Ups sind mir alle eh egal. So, wie geht's weiter? No! Father! Father, are you all right? Jade, can it really be you? Have I been dreaming? The last I remember is the attack on Dundrasil. After that, all is... Black. Oh.
Wait. That mark. The child. The luminary. But you were a mere babe in arms when I last saw you. There is clearly much we need to discuss, but you must forgive me. I'm still feeling rather faint. Father, you mustn't overexert yourself. Come on, let's get you to bed. I need to look after him. We'll meet here again tomorrow, all right? Oof. Those two are going to have a lot to catch up on, huh? A lot. Okay, alles klar. So, zwei Sachen einmal. Das heißt ja, dass König Karneol, das fällt mir gerade jetzt erst auf, dass König Karneol 18 Jahre unter der Herrschaft von Hakrimo gestanden hat. Das finde ich sehr krass, weil König Karneol muss ja prinzipiell schon uralt sein, weil er sieht einfach schon aus wie ein uralter Mann mit seinem weißen Bart und so. Deswegen. So, und das heißt auch, dass Jade 24 ist, weil sie war damals 6, jetzt ist sie 18 Jahre später, weil ich bin ja 18, der Held ist 18, und deswegen ist sie 24 wahrscheinlich. Das sind gerade so zwei Sachen, die sind mir gerade zum ersten Mal aufgefallen, so richtig. So, und noch eine Theorie zu Hakrimo jetzt. Also, da war wieder dieses kleine schwarze Wesen, und er hat gesagt, okay, verstehe, du bist nicht der Einzige, der den Fluss der Zeit manipuliert oder manipulieren wird oder wie auch immer. Es ist die Frage. Er ist ja jetzt tot. Das heißt, er kann prinzipiell nicht mehr den Fluss der Zeit manipulieren. Und jetzt ist auch die Frage, was es mit dem kleinen schwarzen Wesen auf sich hat, weil ist das irgendwie vielleicht entstanden, weil wir jetzt eben die Zeit manipuliert haben? Oder ich weiß es nicht. Vielleicht, ich habe keine Ahnung. Ich bin echt gespannt. Aber jedenfalls, er ist jetzt tot, das heißt, er kann die Zeit nicht manipulieren. Und auch, jetzt meinetwegen in Hakrimo, der halt vorher, also meinetwegen jetzt, wie erkläre ich das jetzt, wie ich das meine? Egal, wir machen einfach weiter. Wir machen einfach weiter, so. Abends dann. Okay, heute hier, gestern fort. Sehr schön. Dadurch, dass dieses kleine schwarze Wesen immer in so einer schwarzen Rauchwolke aufgeht, sag ich mal, habe ich halt echt Zweifel daran, ob das Ding wirklich gut ist. Ich habe keine Ahnung. Das ist einfach. Ich bin noch komplett verwirrt. Okay. Aber da jetzt hier eine Kirche direkt da in der Nähe ist, würde ich sagen, dass ich jetzt hier speichere und den Part beende. Und im nächsten Part, werden wir dann mal gucken, was abgeht. Ich bin halt wirklich gespannt, wie sich die Story noch entwickelt. Also, das ist wieder richtig, sowas liebe ich halt. Die Story wird jetzt wieder richtig spannend einfach, weil halt durch dieses ganze Zeitreisezeug Fragen aufgeworfen werden. Und ich liebe es, mir über sowas Gedanken zu machen, Theorien aufzustellen. Und das war bisher im Spiel zwar auch so, aber größtenteils waren die ganzen Sachen halt irgendwie klar, was passiert, weil die Story bisher relativ vorhersehbar war, finde ich zumindest. Aber das ganze Zeitreisezeug jetzt hier
Es sind wirklich noch Sachen, ich habe keine Ahnung, was das mit diesem kleinen schwarzen Vieh zum Beispiel auf sich haben wird. Ich bin echt gespannt. Die ganze Sache wird sehr spannend. Aber da zum nächsten Part mehr. Bis dann, ciao. Ciao. RB Road, tschüss.